Und damit ein herzliches Willkommen und Hallo zu einem weiteren Part Let's Play Shin Megami Tensei. Nein, es ist nicht, wir sind in der Shin Megami Schule, aber leider ist es nicht Shin Megami Tensei, denn wir sind in Monarch. Und aktuell haben wir beim letzten Mal gesehen, dass es Monarch sehr aufgeregt hat, mit einem sehr doofen Boss, sehr doofen Rätseln. Und der Max hat jetzt knappe 3 Stunden gegrindet, deswegen versuchen wir jetzt nochmal unser Bestes hier. Wir werden jetzt hier natürlich die Katze skippen. Wo Koro so gemeint zu hier, Superus. Okay, gut, lasst mich gleich das hier reingehen. Also seht, Max ist in Level 30. Also es ist richtiger Kokoro, habe ich immer noch auf Level 21 gezogen. Ich will nicht so viele Ressourcen ins Herz stecken. Ich werde sie nie wieder benutzen. Ne? Pride und Last ist nur Level 23, aber Last ist so krass, Leute, Mann. Also ich kann mal kurz ein bisschen Skills zeigen, also was wir hier gemacht haben. Wie gesagt, 2 Stunden gelevelt. Das hat sich ausgezahlt. Ich habe jetzt halt hier, gehe jetzt halt auf starke Skills. Es bringt ja nicht immer die schwachen Skills zu machen. Hier Healing Resonance. Heal all elements within range who are currently resonating with you. Das ist ein geiler Skill. Ansonsten habe ich hier den Tyrannical Rune gemacht. Das bedeutet jetzt, dass wir anders aussehen in den Kämpfen. Das ist ganz nett. Ansonsten halt ein paar Stat Buffs. Hier haben wir natürlich nichts gemacht. Ja, aber ihr. Hier oben ist ein ganz cooler Skill. Hier. Alle, die in der Nähe sind, kriegen Agilität plus. Nicht immer nur einer. Das ist eigentlich ganz nett. Ich wäre eigentlich sehr gerne, weil sie hat dann Skill, da muss man, dann macht sie den Angriff von Gegnern weniger, aber dann muss ich ja schauen, was ich da alles. Dann hätte ich hier noch 1500 machen sollen, da noch 1500, das wäre mir zu lang gewesen. Und ja, ich will unbedingt den Heilskill hier noch weitermachen, aber Leute, die Skills, das hat mir am meisten Ressourcen hier gekostet, Pride. Aber schaut euch an, Regeneration ist unwichtig, aber Healing Factor halt alle Gegner in der Gegend und Revive, oh, wiederbeleben. Also er ist unser Tank und ja, hier habe ich gelernt, er ist eigentlich mein bester Charakter, Last, nämlich er kann Rain of Fire und Rain of Fire ist so broken, Mann, wenn du es richtig spielst, weil du halt einfach wirklich alle Gegner einfach konstant anfeuern kannst und es so mega stark ist. Also liebe Leute, schauen wir mal, ob 2 Stunden Grind genug sind, oder ob der Max wieder an den Grindtisch muss. Also wisst ihr, die Standardgegner sind schon mal leichter zu bezwingen, das ist schon mal etwas. So. Bam! 26 natürlich, hart Schaden. So. Ich schicke auch gleich Maxi hier vor, damit der hier die Standardgegner platt. Ah, warte mal, bevor ich den vorschicke. Und dann resolven wir erstmal. Ich muss auch sagen, das ist einer meiner Fehler gewesen, nämlich, dass ich viel zu wenig den Defer hier im Move gemacht hat. Wo ich muss ehrlich sagen, ich weiß nicht, was Defer heißt, aber den, dass wir ihm Angriff übertragen. Weil das ist so mega gut, der Move. Und müssten wir öfters einsetzen. So, Defer. Genau. Das Problem an Last ist halt immer nur, ich schaff's halt immer, dass er überrannt wird von den Gegnern. Dass er halt wahnsinnig wird, das ist das Problem. Aber dafür kann ich halt so krass Schaden mit dem machen. Scheiße, Sammann, ich sag ja, mein bester Tank, Mann. So, genießen wir die coole Musik. Ja, was ist hier eigentlich los, liebe Leute, außer dass der Maxi beim letzten Mal hier gescheit rumgeraged ist. So, wir sind hier auf Subaru gestoßen. Und dieser nicht so freundliche Herr hat uns hier angegriffen. Er ist hier komplett seiner Wut hier entlang gekommen und greift uns mit allem, was er hat, an. Ihr seht, das führt dazu, dass hier er seinen Monarchen gerufen hat. Und nun müssen wir ihn hier. Oh, das war der falsche Move, fällt mir gerade auf, aber egal. So, Healing Factor passt. Sehr gut. Also, nein. So. Gut, es bringt jetzt eh noch nicht groß mit Step-Buffs zu machen, weil wir machen es wie beim letzten Mal, weil es bringt nichts anderes zu machen. Wir müssen nämlich irgendwie
die Gegner teilen. Das ist war beim letzten Mal schon im Endeffekt die beste. War der Increase an Allies? Increase the Allies Enrage, genau. Alter! Blöd ist halt, dass die alle keine Buffs haben. So, warte mal. Sonst, weil am Meer kann ich jetzt auch nicht unbedingt mit dem machen. Sie haben alle voll Leben. Meine Regeneration. Oh, oh mein Gott, Madness plus 22 macht das. Das sehe ich gerade. Das ist gar nicht gut. Ja, machen wir das. So, jetzt gehen wir erstmal hier hin. Ach, kann ich das Finn jetzt nicht wegsnipen? Doof. So, und dann. Optimize. Nein! So, ziemlich ein gutes Game. Passt. So, nächste Runde geht er in seinen Super Modi. Oh, oh, oh. So, wo haben wir es? Acclaration Strike. Ich muss mir jetzt so derbe konzentrieren, weil ich echt keinen Bock habe, diesen Fight nochmal zu machen. So, wir machen jetzt hier den Rain of Fire, damit wir genau die Wand kaputt machen können. Und hier warten einfach, bringt dir nichts. So, er macht nur nichts, das ist gut. Jetzt geht er in seinen Overmodus, ist klar. So, und jetzt einfach taktischen Rückzug machen. Warten, bis der vorbei ist. So, einfach nur Resolve hier machen. Wie gesagt, können wir ihn nicht mehr machen. Ich versuche dann einfach sie ein bisschen rauszulocken. Wenn ich das schon schaffe, wird mir das schon vollkommen lang. So, wenn ich sie einfach als Bait benutze. So, das große Problem ist ja definitiv eher. So, Authority, Reign of Flame. Oder warte mal. Ah, lang gerade so nicht, schade. Huiuiuiui, schöner Schaden. So, von da wird er mich wahrscheinlich angreifen können. Das ist natürlich schlecht. Boah, Leute, ich habe halt nur so Angst vor ihm, Mann. Die anderen sind mir ehrlich gesagt wurscht. Die anderen sind mir so derbe wurscht, Mann. Also Pride kann ich nicht opfern, weil Pride ist mein wichtigster Healer. Ohne den bin ich eh schon wieder Game Over. Naja, ich schieße jetzt einfach mal hier hin. Nein, ich hätte Resolve machen sollen. Naja, passt doch. So, dann Authority. Also, Healing Factor. Es heilt aber wenig. Aber ich muss beide heilen. Ich habe ja auch ein paar Heil-Items gekauft. Also für den Fall der Fälle können wir große loslegen. Ja gut, dann steht er direkt vorne. Aber es ist die stärkere. Obwohl, Rain of Fire habe ich ja gerade upgegradet. Nee. Wäre sogar die stärkere Attacke in dem Fall. Warte mal. Ist natürlich geil, aber wenn ich meinen Hauptcharakter dann als Bait vorschmeiße, aber was bleibt mir anders übrig? Alter, was, Junge, Mann? Jetzt treffen nicht mal mit meinen Attacken, Mann. Treffen nicht mal mit meinen Attacken. So, haben wir hier irgendwas
So, warte mal. May reduce agility. May reduce agility of all enemies within range. Ich kann sie einfach vorschmeißen. Und, oh mein Gott, ist die Chance gering. Oh mein Gott, ist die Chance dafür gering, Mann. Das sind ja derbe Kack-Skills, Mann. Klar bin ich. War klar. So. Oh, sehr gut. Nicht sehr gut. Nicht sehr gut. Passt. Schöner Konter. Okay. Erstmal auf diesen Drecksmonarchen. Oder, was können wir mit ihr machen? Also, kurz überlegen. Also, ich muss definitiv mit ihr heilen. So, er hat noch eine 50. Ja gut, er hat erst im ersten Moment mal mehr Leben. Dann passt. Hier, was haben wir? Hailstorm, Frozen Storm. Sehr schön. Müsste halt mal sterben, Mann. Na gut, sie stehen im Feuerkreis. Das ist schon mal gut für uns. Ich könnte jetzt hier hingehen. Der ist halt auch noch der Depp, Mann. Das ist das Nächste, was nervt. So. Ich überlege gerade, was wir machen. Das Problem ist, er hat keinen Attack, mit dem ich mehrere angreifen kann. Ich kann jetzt hier, Resonate with all elements within range, sharing authority, status elements, bla 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 bla. Also, perform an attack to increase the magic. Also, ich würde es gerne, Resonance machen. Dann würde ich mit ihr wieder zurückwechseln. Aber ich muss halt in der Runde den Typen bezwingen. Ich könnte natürlich auch einfach Resolve machen, weil dann habe ich sicher mein Ding. Aber wie gesagt, ich schmeiße jetzt meinen Hauptcharakter mehr oder weniger den Bestien zum Fraß vor. Wie siegt der Vanitas? Das ist eine gute Frage. Warte, so. Machen wir erstmal so. So, dann Defa. Und dann einfach einen ganz normalen Slash. Sehr gut, sehr gut. Sehr gut, perfekt. Okay. Und jetzt ragen wir los, liebe Leute. Jetzt habe ich nämlich keinen Bock mehr. Also. Baby, jetzt geht die Party richtig los, mein Freund. Okay, einer von unseren Typen wird verrückt. Das ist natürlich nicht gut, aber egal. So, erstmal Aggression Strike. Alter, wie wir den Monarchen vernichten. Diese paar Level, Mann, wie die es jetzt auch, was die jetzt für an Ding haben. An Impact. So, up in flames, ne, dann geht er in seinen Super-Modus, in den Mad-Modus. Das will ich jetzt nicht unbedingt, deswegen baller ich ihn einfach ab. Bam. Und das war's, liebe Leute. Dafür, dass wir beim letzten Mal so abgekackt sind, war das jetzt ehrlich gesagt sau easy, aber da sieht man Grinding Fest hoch 10. Gibt sogar einen C. 8. Erfahrungspunkt, der passt. Nämlich, und jetzt stirb, Subaru. Kein Mitleid mit mir nach dem doofen Fight. Was the chosen one. I'm supposed to be special. Damn it. It's not fair. My backpack. Beat up and scratched. My textbooks, soaked in air freshener. Their pages, scribbled all over. Nasty. Smelly. Trash hit my back. Laughter echoed around. Mom cried when she saw my backpack. They're bullying you because we're poor. I'm so sorry. I hated the laughter. I hated getting hit with trash. I hated the pity. And most of all, I hated making the people who cared about me sad. I'm no worse than anyone else.
So why me? The things I care about. I couldn't take it anymore. The laughter. The trash. The pity. I didn't want to be bullied ever again. I didn't want my mom to be sad anymore. I just wanted to be able to protect myself and what mattered to me. I wanted that special power. This memory, these feelings. Don't look at me like that. Don't pity me. You're wrong again, Subaru. I'm not pitying you. I'm just sad. Gotta say, it was a shock hearing who the Pact-Bearer of Wrath was. Same name as a student here who's been stuck in a coma. Who would have thought that he was a Pact-Bearer all along? So, does that mean it was his spirit roaming through the first year building? I suppose it doesn't matter now, but I'm getting spooked just thinking about it. Perhaps his spirit was being transmitted, like a radio wave. But setting that aside, why is his body unharmed? I was under the impression he was pushed out of a window. Huh. It doesn't seem like his powers can heal like Kurama's either. How odd. Now, this is just a theory. But maybe he was dragged into the other world mid-fall and ended up meeting a monarch that way. Then, when he returned to the academy, he was already on the ground, avoiding the impact altogether. That'd be quite the coincidence, though. Well, like I said, it's just a theory. At the very least, when they brought him here, he didn't have any major wounds at all. There were cuts, burns, and strangulation marks. But I highly doubt any of that was related to the fall. So, he really was being bullied then? It's terrible that he had to go through all that. No surprise he'd want revenge for the suffering they caused him. That doesn't make it right. You can't just kill people, no matter what the reason. Well, whether he was justified or not is a bit irrelevant now. Guess he did try to kill innocent students, though. That's not revenge. That's just senseless slaughter. If anyone was justified, it was the Vice Prez and Kokoro for stopping him. It was the only way to bring some normalcy back to the Academy without any further casualties. Vice President, Kokoro, thank you both so much. You don't need to thank me. I was the one who asked for assistance in the first place. I should be thanking you. Vice President, President Hinata, I have a request. May I remain a member of the TSC a while longer? Of course. Right, Vice President?
Thank you. It's kinda nice having more friends around. Helps make the place feel a little more lively. But if you don't mind my asking, Kokoro, what made you want to continue being in the TSC? Well, what if I said, it's because I wanted to stay with you? Would that make you happy? Don't fall for it! This girl's not safe or secure! I'm only kidding. Assisting you with your work is the closest I can get to the safety and security I want. That is all. Here's to our continued acquaintance. Using my authority has me quite exhausted. It is rather draining, to be frank. I would like some time to recharge. Incidentally, I have been helping the president out with her work. Mountains of it. The labor regulations here are dubious. Unfortunately, that means I will not be available to help you explore the other buildings for a while. Try not to be too reckless. With your power, I'm sure you will manage to return safe and secure. I'll be waiting. Das einzige Gute in diesem Kapitel ist, dass sie endlich weg ist, liebe Leute. Die hat mich so runtergezogen. Ihre Skills sind trotzdem so schlecht. Ich meine, ich verstehe schon, wie man das machen muss. Theoretisch müsstest du sie nehmen, mit unserem Hauptcharakter verbinden und sie dann die ganze Zeit hochbuffen, damit unser Hauptcharakter ebenfalls die Buffs bekommt. Aber, nee. So, also, kriegen wir wieder hier, ich will wieder so ein blödes Rätsel haben. Your adopted dog, what's the most annoying thing about it? The barking, the bad behavior, the clinchness, the lone wolf act. It isn't housebroken. Das Bellen. Ich mag keine Hunde. So, oh, wir haben fast 400 Stolz. Das ist gut. Weil wir haben oben noch einen Stein, den wir holen können, wenn wir 400 Stolz haben. Oder Lust? Ich weiß gar nicht mehr. Egal. So, dann wandern wir jetzt hier erstmal raus. Ja, im Endeffekt haben wir jetzt noch, wenn ich das so richtig sehe, ein Gebäude vor uns. Genau. Da muss ich ja einmal ganz durch die komplette Schule laufen. Und dann wird es interessant, weil es ist halt einfach auch ein bisschen strange, weil ich meine, wir haben hier das Archiv und die Bibliothek haben wir auch noch. Und in der Bibliothek haben wir erfahren, ist ja Kokoro unterwegs und da ist irgendwie auch alles ein bisschen nicht koscher. Ich schaue jetzt mal, ob wir da reingehen können, aber ich denke, das wird dann erst später gehen. Weil Fakt ist, so wie ich das jetzt hier mir zusammenreime, ist es ja so. Okay, sie hat es abgesperrt, du kannst eh nirgendwo reingehen. Ne, dachte ich mir schon. Nee, da wird man storymäßig dann später hingehen können. Oh, schön, ein Tresor. Das wird dann mit Sicherheit so laufen, dass wir eben irgendwann mal im Laufe des Spieles wahrscheinlich dann uns für einen der Packbearers entscheiden müssen, mit dem zusammen dann hier kämpfen und dann die anderen Packbearers bezwingen müssen, also auch unsere Freunde. Also, wie gesagt, anders kann ich mir jetzt schlecht hier zusammenreiben, was wir hier genau tun sollen. Nochmal Tresore, Hauptsache Tresore. Ne, so aus, als wäre was. Okay. Gut, verlassen wir erstmal wieder das Gebäude. Ignorieren wir das alles, denn wir haben jetzt nochmal, ich denke mal, einen Packbearer werden wir noch haben und ich denke, dann wird das hier so, ich sage jetzt mal, in den zweiten Akt gehen und dann werden wir mal schauen, wie es weitergeht. Weil ich finde es ja sehr enttäuschend, wie gesagt, dass unsere Charaktere einfach hingehen und dann sagen sie, okay, ich bin erschöpft, ich habe was anderes vor und dann bleibe ich erstmal hier und warte ab, weil du machst es schon, Maxi. Du bist groß und stark, ich vertraue dir, dass du das ganz alleine schaffst. Das ist echt doofe Sache, weil ich will halt einfach Ryotaro dabei. Schlimm ist natürlich, müsste ich jetzt Ryotaro leveln. It is my understanding that only the basketball club is falling victim to these grisly conflagrations. Grace is me, never have I been relieved to play part of the Quick Club. Also, wir gehen jetzt in den Sportclub, so wie es aussieht. So, warte mal. Da ist nur der Schultor. Okay, hier geht es dann nicht mehr weiter. Also, ich dachte, das wär eine ziemlich kleine Tür, dabei sind da die Chasine und ne. So, da ist der Friedhof. Oh ja, Leute, ich freue mich richtig auf Friedhöfe zu besuchen. Das wird schön. Das sind auch die ersten Menschen, die wir draußen sehen. Can you believe this? I mean, people are bursting into flames for crying out loud.
I know that burning a flesh mess like a learn. Okay, wieder. Wird wieder unschön. Wird wieder sehr, sehr unschön. You really don't know when to give up. I don't have anything left to give up. Missed. Moron. No way. It's Shinya, right? Just who are you? As if I tell a pact bearer like you. How are you doing this? You're just a normal human. Hey, so you want to let me go? I'll do anything you want. Anything. Anything? Okay, then. What if I told you to kill someone? Would you do it? Huh? That's all? Wow, no hesitation. That's messed up. You pact bearers really are full of yourselves. You make me sick. All of you. What? Wait, was that just a test? I hate it when people lead me on like that. A student? Destiny strikes. Damn! See ya, Shinya. I'll make sure to give you all the love you deserve next time around. I finally cornered her, but she still managed to get away. What a joke. Anyway, are you okay? You wouldn't happen to be the vice president of the True Student Council. Ah, I see. Good thing you're the one that came along. Although, I guess it wasn't really a good thing. I'm Shinya Yuda. Sora told me I'm supposed to assist you. I'm not a pact bearer, but I do know about demons and the other world. I can help if you're planning on shattering the ideals that belong to the pact bearer here. All right then, let's team up. Okay, liebe Leute, damit haben wir hier direkt den nächsten Comparo gefunden. Doch ich würde sagen, bevor wir hier mit unserem Abenteuer richtig starten, machen wir nochmal einen kleinen Cut und beim nächsten Mal finden wir dann heraus, was zwischen Shinya und diesem seltsamen Mädchen los ist. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, haut rein und viel Sinn und danke fürs Zuschauen. Ciao.